Über die Gestaltung der Theater am Offenbachplatz wurde und wird gerne sehr leidenschaftlich diskutiert. Wir erklären die Architektur Wilhelm Rippans exemplarisch am Foyer des Opernhauses. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 5 Minuten Architektur auf der Bühnenbaustelle. Mein Name ist Christopher Braun, ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit und ich bin unterwegs mit Remigius Ochoncek, Architekt von HPP Architekten, der hier seit 2011 die künstlerische Oberleitung für die Sanierung hat. Herr Ochoncek, immer wenn wir durch diesen Raum hier gehen, sagen Sie, man kann hier exemplarisch sehen, wie Rippan das Theater architektonisch aus dem 19. Jahrhundert in die Moderne geführt hat. Woran machen Sie das hier fest in diesem Raum? Das ist ja richtig, das ist hier ein Manifest, eine Gesellschaft, die aus dem Trauma des Krieges in die neue Welt will. Der Rippan selbst als Architekt hier in diesem Abschlusswerk seines Schaffens war schon immer eine klassische Moderne verpflichtet. Mit dieser Entschlossenheit, mit dieser neue Weise auf die Welt zu blicken, architektonisch gesehen. Und mit diesem Abschlusswerk, das ist ja, danach hat er noch einige kleine Bauten gemacht, aber das hier ist sein Abschlusswerk, in dem er die klassischen Elemente eines Open Houses, wir sind gerade hier in dem Foyer, aufnimmt, interpretiert, neu entwickelt und in der gegenseitigen Wirkung neu justiert. Also er entwickelt hier nicht was ganz Neues in den Elementen, aber die Zusammensetzung, die Art, wie man damit umgeht, das ist das Besondere und das Schöne an Rippan. Wenn wir jetzt auf die einzelnen Gestaltungselemente dieses Raums gucken, beginnen wir zum Beispiel mit den Fenstern. Fenstern gibt es ja in jedem großen Theater. Was ist hier an Rippans Gestaltung so besonders? Die Verglasung zu dem öffentlichen Raum, die kennt man auch in Mailand und New York und auch in anderen großen Häusern. Der Rippan nimmt das auf. Er hat die Entscheidung getroffen, 5 Elemente, also 5 Fenster, auch ganz klassisch, so dass ein Fenster in der Mitte ist und von dieser Mitte links und rechts eine Symmetrie herrscht. Er benutzt diese Verglasung, aber viel großzügiger, sehr hoch, keine Bögen natürlich, Moderne kann das gar nicht vertragen. Und das, was man beispielsweise in Wien in den Opernhaus kennt, dass man an diesen Fenster kleine Austrittbalkone oder kleine Loggien hat, das nimmt der Rippan als Motiv, nutzt aber dazu, um die Bürger in den öffentlichen Raum intensiver zu führen. Dann kommt ein Motiv der Säule. Also eine Säule aus dem Griechischen und Römischen. Es ist eine Säule und die haben Kapitel, am besten sehr korinthisch und hier opulenter, desto besser. Die klassische Moderne entwickelt aus einer Säule eine Stütze, schmuckfrei. Dazu dienend, den Raum zu rhythmisieren und zu fassen. Und hier sehen wir diesen Rhythmus auf einer Seite gerade zur Stadt hin, auf der anderen Seite ist es eine leichte Biegung zu dem Zuschauerraum. Wenn man sich die Wände anschaut und vergleicht mit den historischen Vorgängern, fällt einem auf, dass es wesentlich schlichter wirkt, was Rippan da gemacht hat. Können Sie das einmal kurz erläutern, was da die Absicht hinter ist? Ja, die Wandoberflächen haben für Theater dazu benutzt, um den Handwerk auf Spitze zu treiben. Und auch Allegorien, große Bilder mit Ausschnitten und Sequenzen aus der Oper, das war der Standard. Hier an den Wänden gibt es nichts, beziehungsweise es gibt schon was. Es gibt ein Farbkonzept, was sehr fein ist. Und nicht dazu dient, die Leute hier zu beeindrucken und zu beeinflussen, sondern das ist dazu da, um ganz feine Unterstützung der Architektur und der Volumina zu erstellen. Wir haben hier einen Raum, der sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern der Raum gibt für die Menschen, die hier drin sind, also für die Zuschauerinnen und natürlich für das Geschehen auf der Bühne.
Und damit der Mensch aber nicht doch zu traurig ist, dass es hier, dass es alles neu ist, nimmt der Ripan schon einige Motive, wo man sagt, also beispielsweise, was man hier nicht sehen kann, aber wir können das bestimmt als Foto überblenden, die Kronleuchter, die hier dazu dienen, den Raum hell zu machen, und die Wirkung nach außen. Da erkennt hier jeder das klassische Motiv des Kronleuchters. Ja, soweit unsere heutige Folge von 5 Minuten Architektur auf der Bühnenbaustelle. Sie finden diese Episode mit allen anderen Folgen auf unserem YouTube-Kanal. Schauen Sie doch mal rein und bleiben Sie gerne dabei.